Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Es ist immer gut, nach der Qualifikation ganz vorne zu stehen, oder? Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Haben Sie das Gefühl, dass Sie kein Training nötig haben? Danke für den Kommentar. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre, als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 209 km/h ist der Hockenheimring eine der schnelleren Strecken, die es auf 17 Kurven und eine Länge von 4,51 km bringt. Die Haupt-DRS-Zone durch die Parabolika mündet. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Thomas startet aus der Pole-Position und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche. Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Yeah.
verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. P1 für uns. Weiter so. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari.
Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Thomas vergrößert den... Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein... Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Danke für den Kommentar. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Wir hoffen, dass Sie genauso gespannt auf das heutige Qualifying in Ungarn sind wie wir, denn unserer Ansicht nach wird das heute sehr, sehr spannend. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark...